ist jetzt ein Katastrophenfall ausgerufen worden. Dann müssen wir schauen, was jetzt als nächstes passiert. Wir erwarten einen weiteren Anstieg noch bis etwa 17 Uhr und müssen schauen, was in dieser Zeit an Bedrohungen der verschiedenen Dammabschnitte zu beobachten ist. Die Stellen, wo die Ertüchtigung der Hochwasserschutzmaßnahmen hier im Mangfalltal in den letzten Jahren gebaut worden sind, die schauen alle sehr gut aus, aber es sind ja leider noch nicht alle Teile fertig. Und an den Stellen, wo es noch quasi der alte Damm ist, da sind schon Bereiche da, wo man richtig drum kämpfen muss. Wir sind gerade in der Phase, wo man um die Sicherheit dieser alten Dammabschnitte kämpft. Wir haben einen Plan, den Hochwasserschutz in Bayern zwischen 2000 und 2020 komplett zu ertüchtigen. Dafür sind 2,3 Milliarden Euro vorgesehen. Es kommen nochmal 600 Millionen Euro für den Abschnitt der Donau, bei dem der Ausbau ansteht, dazu, sodass man also knappe 3 Milliarden Euro in dieser Zeit investiert. Aber man konnte es natürlich nicht alles gleichzeitig machen. Bisher sind 1,6 Milliarden Euro bereits verbaut und auch an der Mangfall, so Größenordnung mal 40 Millionen. Aber es ist noch leider nicht fertig und wir müssen heute schauen, dass wir mit den vorhandenen Schutzmaßnahmen zurechtkommen.